Edelin ist eine Stadt im Tal des Flusses Budva. Der Heldenplatz ist einer der erstaunlichsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Ursprünglich wurde am 14. September 1930 ein Denkmal für den Ersten Weltkrieg eingeweiht, das von Sieger Karol geschaffen wurde. Im Jahre 1991 wurde noch eine Gedenktafel an den Helden des Zweiten Weltkrieges gemacht. Das wunderbare Denkmal können wir heute im Zentrum der Stadt bewundern. Erholier Coburg-Schloss. Holier kämpfte als Soldat im Kampf gegen die Türken. Der Garten hinter dem Schloss wurde von dem Fluss Budva umgegeben. In dem 19. Jahrhundert wurde das Schloss von dem Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha in den Besitz genommen. Die Coburg lebten nur selten hier. Im Jahre 1830 wurde es umgebaut und ein Teil für andere Zwecke verwendet. In den 90er Jahren stand das Schloss lange leer und das Denkmal wurde im Jahre 2001 von dem Büro für nationale Denkmäler übernommen. Das Landhaus und Museum liegt in Edelin in der Borsche der Teil der Stadt. Es gibt drei Häuser. Die restlichen Wohn- und Wirtschaftsgebäude stellen die entlang der Budva erhaltene Volksscharke-Architektur.